Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Endleich. Jo Leute, wir schauen jetzt einfach mal wieder in Mamas altmodische Geheimnisschatulle rein. 6 Tage und 2 Stunden, da ist was Neues drin, das ist der Mythic Boomhauer. Ja, vom Boomhauer bin ich eh nicht so begeistert und damit ist diese Geheimnisschatulle für die nächsten 6 Tage erstmal uninteressant. So, dann haben wir die Talent Show Tirebox. Die habe ich euch ja schon diverse Male vorgestellt. Mit Talent Show Lois, Troubadour Jeff, Lois Griffin, K-Pop Joe, Roller, Disco Courtney, Eugene Melcher und nicht zu vergessen der LA Entertainment. Hier hinten dann noch diese ganzen Kombos, die auch ziemlich cool sind. Wenn es euch interessiert, schaut ins Video rein, Talent Show Tirebox, da habe ich alles genauer erklärt. Hier, Buro Boo Tirebox, Min Medicated Stewie, Zack St. Vincent, Philip J. Fry, Dr. Amy Wong, Chinchilla, Dick Twain und kabelloser Audiotransmitter oder Audiosender. Auch hier wiederum nicht zu verachten, Buro Boo Addict. Hier gibt es deutlich viel mehr Kombos. Ja. Ist eigentlich ganz nice. Auch dazu habe ich ein separates Video gemacht. Dann haben wir hier ein Epic Amy Pack und ein Epic Louise Pack. Hier den Mythic Roger mit typischer Elternbeschäftigung. Sachen zusammenkleben für die Kinder. Roller, Disco Courtney, Troubadour Jeff und Eugene Belcher. Auch hier wiederum interessant. Fahrt School Louise und Boombox Teddy. Allerdings immer, nicht vergessen, immer nur als Defense-Karten im Deck, ne? Dann neu, beziehungsweise ja jetzt schon ein paar Tage wieder alt, die Jose Servo Box, Jose Servo, Spring Break Shots, Jellybean Schnaps, Party im Biertank und Bender und Dr. Amy Wong. Auf jeden Fall auch hier wiederum eine sehr, sehr interessante Box, passend jetzt zum Drunk BGE, der jetzt mit dem Rumble starten wird. So. Dann sind wir auch schon in der Combo Mastery angelangt und hier haben wir jetzt ziemlich interessante Kombos. Das ist einmal Kunst bitte, beziehungsweise One Art Please. Und das ist, jetzt muss ich erst mal gucken, ist wahrscheinlich wieder nicht richtig eingestellt, so wie immer. One Art Please ist das da. Das ist diese Kombo. Schauen wir uns doch einfach mal etwas genauer an, das Ding. Hier mit einem Dr. Zoidberg und dann mit Kunstkarten. Da kommt auf der rechten Seite Hijack oder Entführen und Brauscht oder Grace. Das ist gar nicht so schlecht, je nachdem, welche Kombo man da hat. Ja. Da könnte man unter Umständen mal 10% reinklatschen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es dann eben auf 17 Hijack und 18 Praise hochgehen würde. Das kann ich jetzt nicht so wirklich beurteilen. Auf jeden Fall diverse Kombo-Möglichkeiten mit Zap Brannigan Portrait, Napkin Art, Holographic Washington, Sad Clown und Reflections. Das sind schon ein paar Möglichkeiten. Also durchaus interessant. Aber 500 Gems würde ich nicht für ausgeben. Nö. Also ich nicht. So, dann haben wir den Crack-süchtigen Stan oder Crack-addicted Stan oder Crack-addict Stan. So, dass dieser da. Das ist ein Stan. Mit Drogenkarten. Wir sehen schon hier, das sind einige. Und da kommt auf der rechten Seite was richtig Geiles bei raus. Eine Mauer. Rauscht und Gas. Relativ viel Angriff, relativ, ja, nicht ganz so viel Leben. Ja, es passt schon. Prescription, also wir zählen mal durch. Prescription Meat 1, Leon Petter 2, Hypnotod 3, Baked Evil Monkey 4, Chinchilla Addict Wayne 5, Totally King 6 und Butterscotch Cookies 7 Kombo-Möglichkeiten. Welche ist hiervon momentan die stärkste? Was würden wir sagen? Einmal Baked Evil Monkey
mit 13-fach berauscht. Leon Petard, Prescription Weed, mit 13-fach berauscht. Da unten, Here Toad Licking. Ja. Ja. Hier wiederum ist schon sehr reizvoll, aber ja, es gibt ja einige von euch, die genügend Gems haben, um sich sowas da leisten zu können. Ist auf jeden Fall eine interessante Kombo und da 10% oder vielleicht sogar 20% drauf zu klatschen, das könnte schon unter Umständen interessant sein. Aber es sind eben dann genügend Gems, die das kosten würde. So, dann gehen wir mal zu der nächsten Combo. Die nächste Combo ist der Congo Jack. Den gab es damals schon als Pre-Combo Epic Karte, als die Challenges noch Super Epics rausgeworfen hatten. Ja. Fand ich die Karte ziemlich geil. Allerdings nicht sehr effektiv. Also, das Bild war schön. Finde ich ziemlich nice. Mit dem Frider. Mit dem Motorrad da im Hintergrund. Und also, es ist schon irgendwo cool, aber es ist halt nicht so, ja. Ansonsten kannst du die Karte eigentlich vergessen hier. Deswegen klicken wir die mal ganz schnell wieder weg. Und dann gehen wir auch weiter schon zur nächsten Karte. Das ist hier der Butler. Den schauen wir uns jetzt auch nochmal an, den Butler. Das ist dieser da. Mit einer Louise. Und dann haben wir hier eine Furzschule für Hochbegabte oder Redshirt Blueskirt. Ja, Revanche und Stoß. Das ist dann auch alles. Ja, auch nicht so prickelnd. Also heute tatsächlich die Kombos nur für die Pay-to-Win-Spieler. Für alle anderen Free-to-Play-Gamer ist das jetzt nicht so wirklich interessant, was heute im Shop ist. Also, wenn es euch gefallen hat, dann wünsche ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, Freunde. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut sechs Mal wieder eins, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries. Mit mir nehmen wir gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.